jedem von uns schlummern wahre Heldinnen und Helden, deren Geschichten es wert sind, erzählt zu werden. Bleibt dran und lasst euch mit mir gemeinsam inspirieren, motivieren und begeistern. Hallo, heute darf ich euch Wolfgang Starr vorstellen. Wolfgang ist ein ganz toller, beeindruckender Fotograf und ich hatte das Glück, Wolfgang kennenzulernen im letzten Jahr bei einem Fotoshooting für das Magazin Werte der Deutschen Bank. Und dann durfte ich erleben, wie so ein richtiger Fotograf arbeitet und inszeniert. Und ich finde, Wolfgang hat eine ganz besondere Gabe, Menschen wirklich in ein gutes Licht zu setzen. Also es sind wunderbare Bilder dabei herausgekommen, finde ich. Freut mich sehr, Wolfgang, dass du da bist. Hallo, wie geht's dir? Und ich freue mich sehr auf unser Interview. Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung. Ja, Wolfgang, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Leben. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Ja, ich wünschte, ich hätte da so eine passende Anekdote, aber so ist es leider gar nicht. Was stimmt, dass ich mich sehr früh für Bilder interessiert habe, immer den Berufswunsch Kameramann hatte und dann irgendwann entdeckt habe, dass bei Fotografie alles so viel leichter ist. Sprich, dass ich fotografieren kann, die Filme selber im Keller entwickeln kann, in meiner Schwarz-Weiß-Dunkelkammer vergrößern konnte und hatte ein Ergebnis. Und dieser Moment, der war schon so ein bisschen magisch, wenn man das erste Mal seine eigenen Bilder entwickelt. Ab da war es um mich geschehen und ich wusste, was ich beruflich machen wollte. Und wie schafft man es denn in dieser schweren Branche, so stelle ich mir das zumindest vor, eine sehr kompetitive und schwere Branche, wie schafft man es, hier sich einen Namen zu machen? Durch Hartnäckigkeit und durch Glück. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe angefangen nach meinem Studium der Fotografie Mitte der 90er. Das war insofern gut, als ich da die ganze Bildsprache in der Magazinfotografie noch mal ein bisschen neu erfunden hat und es viele Magazine gab, die Lust hatten, mit jungen Fotografen zu arbeiten. Das war der Glücksaspekt. Und mit einer Hartnäckigkeit bleibt man dann auch mit Glück da oben dabei und kann lange mitspielen bei dem Spiel. Kannst du uns teilhaben lassen? Was fasziniert dich denn an der Fotografie? Nach was suchst du genau, wenn du die Bilder machst? Also, was mich bei der Fotografie fasziniert, sind zweierlei Dinge. Ich arbeite ja auch einerseits im Bereich Porträt. Da fasziniert mich natürlich die Möglichkeit, mit Hilfe des Fotoapparats nahe an interessante Personen zu kommen. Oft auch in deren Räume, in deren privaten Räume, in deren privates Umfeld. Und das Fotografieren, das ist auf so eine nicht sprachliche Weise auch was sehr Persönliches, was sehr Intimes. Man guckt jemand durch einen Kasten lange an, man interagiert. Ein gutes Foto entsteht ja meistens nur, wenn beide darauf Lust haben, wenn das irgendwie eine gute Atmosphäre ist. Und das ist schon besonders. Der zweite Aspekt, weil ich gerne Architektur oder Räume fotografiere, ist auch eigentlich so eine Aspekt der Dokumentation oder der Zeitgenossenschaft oder des Chronistentums. Also es macht mir einfach Spaß, die Jetzt-Welt zu dokumentieren, darzustellen, mithilfe der Fotografie zu hinterfragen und da manchmal sogar auch Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Kannst du dich und deinen Stil uns einfach mal beschreiben? Das ist schwer. Einmal hat der Schriftsteller und Journalist Florian Illis mal was Schönes über mich geschrieben. Er meinte, meine Fotografien wären kühl, aber mit Herz. Und da habe ich gemerkt, das trifft es ganz gut. Also ich habe es gern so eine leicht formale Strenge in den Bildern, aber ich finde, es sollte immer auch ein Gefühl mitschwingen und eine Liebe zu den Sachen, die ich fotografiere oder eine Anerkennung. Ich habe ja selbst erlebt, wie du einen Menschen in kürzester Zeit einfach in ein tolles Licht rückst. Also ich war ganz begeistert von den Fotos, die du gemacht hast und man fühlt sich irgendwie wie ein Model, wenn du fotografierst. Aber was ist so deine Herangehensweise? Wie machst du das? Das freut mich, dass du dich zumindest wohlgefühlt hast. Ich habe mich auch wohlgefühlt, aber das ist ja nicht immer so. Das heißt, viele Leute werden gar nicht gerne fotografiert und das ist ja auch eine Aktion, in die man erst so ein bisschen hineinwachsen muss und die einem gefallen muss.
Was mir immer hilft als Fotograf ist, wenn ich viel Zeit habe zur Vorbereitung. Ich gucke mir sehr genau die Räume an, das Licht an. Ich versuche bei meinen Porträts die Leute auch stark über das Umfeld zu beschreiben. Und ich fotografiere nicht gerne vor Papphintergründen einfach. Ich mag das, wenn Raum schon eine Geschichte vorgibt oder eine Lichtsituation. Und das Zweite ist, dass letztendlich während des Fotografierens man versuchen muss, dass die Stimmung gut bleibt. Es ist ja eine Zusammenarbeit. Ich benutze immer gern den Begriff Komplizenschaft. Fotograf und Fotografierter müssen sich einig sein, dass man irgendwas entwickelt zusammen. Und das muss ja gar nicht lang dauern. Das sind ja oft nur 5 oder 10 Minuten, aber die sind sehr intensiv. Und da kommt's an, da eine gute Stimmung hinzukriegen. Wie genau das geht, weiß ich nicht. Klappt auch nicht immer, aber meistens schon. Digitalisierung gibt es ja überall und mit Sicherheit auch natürlich in deinem Bereich. Mich würde interessieren, wie empfindest du das? Wie hat sich die Digitalisierung auf den Bereich der Fotografie ausgewirkt? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Das ist ein weites Feld und hat sich natürlich auch in der Fotografenszene ganz schön, also wurde kontrovers diskutiert. Ich war lange noch am analogen verhaftet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir einfach eine Arbeitsweise angewöhnt mit großen Mittelformatkameras, eher ein behutsames, langsames Arbeiten, wo man nur 10 Aufnahmen pro Film hat. Ich mochte diese Reduzierung, auch diese Langsamkeit beim Fotografieren und tat mir erstmal schwer mit dem Digitalen, wo auf einmal alles nichts mehr kostet. Man macht 100 Filme, man fotografiert ganz anders. Irgendwann habe ich mich damit angefreundet. Irgendwann habe ich es auch geschafft, den Look, den ich von meinen analogen Fotos kannte und wollte, auch digital herzustellen. Und dann habe ich es eigentlich als Segen empfunden, weil ich hatte 20 Jahre meines Lebens, glaube ich, in der Dunkelkammer verbracht. Ich hatte immer ein eigenes Farblabor im Atelier, habe die fast alle Prints selber gemacht, habe die Bilder selber entwickelt. Das ist ja ein langer Prozess. Das ist schön, sich so lange mit einem Bild zu beschäftigen. Aber nach 20 Jahren ist da auch so ein bisschen die Magie weg von der Dunkelkammer. Und dann war ich froh, einfach bei Tageslicht am Rechner sitzen zu können und gleiche oder sogar bessere Ergebnisse zu bekommen. Insofern inzwischen bin ich sehr versöhnt mit der Digitalisierung in der Fotografie. Lieber Wolfgang, magst du uns von einem ganz besonderen Fotografenmoment vielleicht erzählen, den du mit Sicherheit nie vergessen wirst? Also ich habe natürlich in meiner inzwischen schon relativ langen Zeit als Magazinfotograf ganz tolle Momente erlebt, viele tolle Momente. Ich hatte das Glück, auf allen Kontinenten fotografieren zu dürfen, hatte wahnsinnig tolle Produktionen in Australien mal, 10 Tage im Outback, tolle Projekte auf Tahiti oder in Südamerika und die sind alle für sich ganz toll. Da fällt es schwer, etwas rauszupicken, was jetzt so ganz besonders ist. Ich kann ja eher so ein Negativbeispiel erzählen, was ganz besonders blöd gelaufen ist. Und das war, als ich einmal beim Ex-Kanzler Gerhard Schröder aus dem Büro geflogen bin nach 3 Fotos, weil ich mich erdreistet habe, ihn zu dirigieren und zu sagen, stellen Sie sich mal hier hin, gucken Sie mal nach da. Und das war kurz nach seiner Amtszeit als Bundeskanzler, aber er war immer noch so als Alpha-Mensch gewöhnt, die Ansagen zu machen und hat dann gesagt, so Freundchen, jetzt hier ist die Tür, jetzt geh mal raus. Und da war ich erstmal baff, weil das ist mir vorher und nachher nie wieder passiert. Die Bilder sind trotzdem okay geworden. Lieber Wolfgang, du bist ja im letzten Jahr mit deiner ganzen Familie von Berlin nach Frankfurt gezogen. Wie empfindest du denn Frankfurt? Gibt es denn in Frankfurt besseres Licht? Naja, zum einen ist der Winter schon mal deutlich kürzer als in Berlin. Hintergrund ist einfach, meine Frau kommt aus Frankfurt und hat mir über die Jahre gezeigt, was für eine tolle Stadt das ist, die ich vorher ehrlich gesagt nie so auf dem Schirm hatte und immer so ein bisschen unterschätzt habe. Und dazu kommt, ich war 25 Jahre fast in Berlin, habe da, glaube ich, wirklich in den 90ern und in den Nullerjahren die aufregendste, spannendste, tollste, interessanteste Zeit gehabt. In den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, jetzt kann man auch mal wieder woanders leben. Und ich genieße das hier. Ich genieße die kurzen Wege. Ich genieße das
diese Art von Bürgerlichkeit, die aber nicht spießig ist, die ganz offen ist. Ich genieße das Multikulti-Leben und wir haben das Glück, sehr schön, sehr zentral zu wohnen und das ist toll. Das ist eine hohe Lebensqualität, auch mit dem Umland. Ich habe gerade den Odenwald für mich entdeckt, finde ich Hammer, finde ich richtig toll. Und zu guter Letzt frage ich ja normalerweise immer nach dem Mutmach-Tipp. Aber bei dir möchte ich gerne einen Fotografen-Tipp. Verrätst du uns einen? Du meinst so einen Tipp wie Sonne lacht, Blende 8 oder so? Ich glaube, ganz ehrlich, die Kameras und Handys sind so toll, da kann man eigentlich gar nicht mehr so richtige Tipps geben, was so technische Sachen betrifft. Mein Tipp wäre eigentlich eher, sich mit Fotografie zu beschäftigen, Bilder bewusst anzugucken. Ich finde, es gibt ein unglaublich hohes Niveau inzwischen an Fotografie, egal wo man hinguckt, ob es auf Instagram ist, in den Magazinen, in den Museen. Und wenn man anfängt, sich intensiver mit Bildern zu beschäftigen, dann lernt man am meisten über Fotografie. Lieber Wolfgang, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und es hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Interview führen konnten. Ich wünsche dir und deiner Familie alles gut und ein tolles und glückliches Leben in Frankfurt. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder persönlich sehen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ja.